Hier sind wir wieder mal. Heute ist Samstag. Das Wetter, ich kann es euch mal zeigen. Ich nehme mich schon mal kurz von der Kamera, von dem Stativ. Ihr seht, also es kommt die Sonne raus, denke ich mal. Aber es sind halt auch noch extrem große Wolken. Ich setze euch mal wieder drauf. So. Ja, also warm ist gänzlich gar nicht. Es ist schon ziemlich frisch, ja. Der Wind geht auch ein bisschen. Aber nichtsdestotrotz wollen wir heute noch mal fahren. Zuerst, ihr seht ja, heute habe ich hier mal meinen Dark Shadow am Start. Auch dieser Motor hat ja, sag ich mal, mir ein bisschen Probleme bereitet. Ja, beim Savage war es eigentlich, beim Savage war es meine eigene Schuld, denke ich. Ja. Erstens, weil ich ihn erstmal fetter gedreht habe und von hier ab erstmal ein riesengroßes Dankeschön an Marcel, ja, der mir da noch einen Tipp gegeben hat, ja, mal nach der Glühkerze zu gucken. Ey, Leute, daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Ja. Also ich bin niemals davon ausgegangen, dass HPI bei diesem Motor oder bei dem, ja, Savage eine R5-Kerze reinmacht, also Rary Cold. Davon bin ich überhaupt nicht ausgegangen. Ich bin eigentlich, also ich hatte eigentlich im Kopf, in dem Ding ist eine mittlere Kerze drin, ja. Davon bin ich eigentlich ausgegangen, ja. Hätte mir aber eigentlich schon zu denken geben müssen, beim Einfahren oder so, dass der halt so kalt gewesen ist, ja. Manchmal nur 40 Grad oder halt so um die, ja, beim Einfahren waren es ja meistens so 60, 70 Grad, aber wie gesagt, ich hatte auch mal 45. Das hätte mir eigentlich schon zu denken geben müssen, aber Leute, ganz ehrlich, ich habe daran überhaupt nicht gedacht, ja. Und wie gesagt, riesengroßes Dankeschön an dich, Marcel. Ja, ich, ja, gut, klar, vielleicht irgendwann wäre ich auch drauf gekommen, ja. Aber das hätte bestimmt noch ein bisschen gedauert. Also das habe ich komplett ausgeblendet, ja. Gut, nichtsdestotrotz haben wir heute wieder zwei Autos am Start. Wie gesagt, bei dem Savage habe ich natürlich jetzt mal eine, da war eine R5-Kerze jetzt drin. Ich habe jetzt mal eine R4 reingemacht, also eine kalte Kerze. Keine mittlere. Ich will es jetzt erstmal mit der kalten Kerze probieren, weil von der Einstellung habt ihr ja zum Schluss von meinem letzten Video gesehen, hat es ja eigentlich gepasst, ja. Ist er ja nicht mehr abgesoffen. Er wurde auch immer, also er hat auch immer mehr Gas angenommen. Also ich denke, dass ich jetzt mit einer kalten Kerze einen guten Weg gefunden habe. Das werden wir natürlich später sehen. Zuallererst möchte ich erst nochmal an meinen Dark Shadow ehemals Overheater gehen. Ja, der Motor, der wollte ja auch noch nicht ganz so. Heute habe ich mir gedacht, komm, das Wetter wird eigentlich gut. Dann könntest du eigentlich hergehen und könntest auch mal den Dark Shadow mitnehmen und halt dich zuerst mal um diesen Motor kümmern. Weil ist ja eigentlich nur eine Einstellungssache und das will ich heute einfach mal machen, weil der Motor ist ja eigentlich auch noch nicht richtig eingefahren. Er hat, glaube ich, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube, der hat erst zwei Tanks durch. Ja, ich glaube zwei, wenn überhaupt. Das muss ja auch noch getan werden. Ja, was ich natürlich wieder vergessen habe, ist natürlich Ersatzbatterien. Gut, beim Savage wird das, werden mich die Batterien nicht im Stich lassen. Das Akku-Pack, also beim Dark Shadow, ist auch eigentlich geladen. Da kann eigentlich auch nichts passieren. Bloß halt, ich habe erst noch beim Einpacken dran gedacht, bloß halt die W6. Die Batterien sind jetzt auch schon über ein Jahr da drin. Naja, aber wir wollen ja sowieso, wenn er fahren sollte, ja, oder wenn er fährt, sowieso nur langsame Kreise ziehen, weil dieser Motor halt auch noch eingefahren werden muss. Ja, also ich werde das jetzt mal ein bisschen vorbereiten und erstmal wieder starten, gucken, ob er durchzieht, ob er überhaupt anspringt und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. So Leute, wie ihr unschwer erkennen könnt, jetzt läuft er. Also, das erste war schon mal. Geht auch nicht aus beim Bremsen. Das ist sehr schön. Läuft auch im Stand eigentlich gut. Ja, wir lassen mal kurz da stehen. Oder, naja, gut. Spurensturz müssen noch ein bisschen eingestellt werden. Habt ihr vielleicht schon gesehen jetzt, wenn ich jetzt rumdrehe. Ihr seht die Reifen. Die stehen nicht so geil. So Leute, also ich habe
Er ist jetzt ausgegangen, weil er extrem fett eingestellt ist. Ja, warum ist er nicht gelaufen? Ich habe es jetzt, glaube ich, echt rausgefunden. Ich weiß zwar nicht, warum oder wieso. Ja, wie gesagt, ich gehe meistens her, andere Leute machen es mit einer Spritze. Ja, wenn also der Tank, wenn ihr neu befüllt, ja, Schlauch vom Auspuff ab, Spritze drauf, draufdrücken und ein bisschen Sprit in den Vergaser schicken. Ich gehe meistens her und mache das manuell mit dem Mund. Ich habe aber natürlich habe ich es auch schon mit der Spritze gemacht, habt ihr vielleicht schon gesehen. Aber bei dem heute wollte ich es einfach nur reinblasen. Und es kam mir extrem schwer vor, ja, dass das ging irgendwie nicht. Habe mir nichts weiter dabei gedacht, wollten anmachen. Ich habe mir extra Handschuhe angezogen jetzt diesmal, ja, weil sonst kriege ich wieder Blasen, habe ich mir gedacht, ja. Gut, lange Rede, kurzer Sinn, ja. Ich probiere den anzumachen, nicht funktioniert. Ja, das Erste, nach der Glühkerze geguckt, Glühkerze kaputt. Das war schon mal das Erste, ja. Gut, dann nochmal 5-6 Mal gezogen, springt nicht an, kann also nicht sein. Dann nochmal geguckt, geblasen, ja, Luftfilter abgemacht, nochmal in den Schlauch reingeblasen und es kommt kein Sprit. Ja, ist doch die Nadel, wo ihr das Gemisch fetter stellen könnt, jene welche diese, da, das Goldene, ja, ausgebaut, geguckt, ich habe zwar so nichts gesehen, habe mal durchgeblasen, ging aber nichts durch, das war verdreckt, irgendwas war da drin, ich habe keine Ahnung, ja, ich habe auch weiter nichts gesehen, ja, ich habe ein paar Mal reingeblasen, auf einmal ging's, ganz komisch, ja, ganz komisch, auf jeden Fall war das verstopft, der hat überhaupt keinen Sprit bekommen, ja, gut, lange Rede, kurzer Sinn, ich bin eigentlich ganz froh, ihr könnt euch vielleicht noch letztes Jahr daran erinnern, da ist er ja überhaupt nicht gelaufen, da ist er angesprungen und ist wieder ausgegangen, ja, tja, ich weiß es nicht, was es war, keine Ahnung, oder ob es jetzt, weil ich habe eigentlich auch nur After-Run-Öl reingemacht in den Motor. Habe natürlich an dem Vergaser habe ich auch einen Tropfen reingemacht. Keine Ahnung, was da ist. Auf alle Fälle definitiv, er hat keinen Sprit bekommen. Ja? Gut, okay, Glühkerze kaputt, keinen Sprit bekommen. Ich mache ihn jetzt nochmal an. Und ja, dann fahren wir den auch noch ein bisschen ein, oder? Gut. Wie ihr euch vielleicht noch unschwer dran erinnern könnt oder jeder, der einen LRP-Motor hat. LRP schreibt ja nicht vor, im Stand, was weiß ich, 2-3 Tanks einlaufen zu lassen. Oh je. Nicht, dass mir doch jetzt meine Fernbedienung. So, wir messen da auch nochmal die Temperatur. Zur Information, ich habe eine mittlere Kerze drin. Wir haben jetzt eine Temperatur von ungefähr 75, 80 Grad. Das ist eigentlich okay. Ja, Leute, ich bin ja so glücklich, dass ich das eingestellt bekommen habe. Wenn man sich einfach nur mal Zeit nimmt, ja. Aber ich glaube, meine Funke hier spackt langsam ab. Ich merke das schon. Ja, ja. Ja, die Funke spackt langsam ab. Also Leute, ist auf alle Fälle Fakt, meine Funke, scheinbar spackt die wirklich ab, wenn ich oder das Empfangsakku, weil wenn ich weiter wegfahre, ist der nicht mehr zu handeln, aber ich denke mal, dass es wieder an der Funke liegt und an den scheiß Batterien. Aber egal, dann ziehen wir halt hier so ein paar Kreise, fahren wir halt nicht ganz so weit. Das Empfangsakku kann es eigentlich nicht sein. Weil das neu aufgeladen ist. Ach, ich bin doch so glücklich. Also
Also definitiv ausgegangen, der ist extrem fett eingestellt. Alter, ich muss unbedingt den Sturz einstellen. Das sieht ja so scheiße aus. Aber den Tank, den fahren wir jetzt nochmal leer. Scheiße. Ey, jetzt ist mir meine Funke abgebrochen. Leute, ey, ihr glaubt es kaum, gell? Seht ihr das? Da. Ey, ich hab überhaupt nicht gedrückt, ja? Ist das Teil abgebrochen, ey? Was eine Scheiße. Jo, dann machen wir nochmal an. Ey, ist mir wirklich das Teil abgebrochen. Kann nicht sein. Guckt euch das an. Echt? Und ey, ich habe jetzt nicht gedrückt wie ein Wahnsinniger. Gar nicht. Ich bin nur mit dem Finger dran gekommen. Zack, abgebrochen. Was ist denn das für eine Scheiße? Ah. Ich habe wieder nur Glück heute. Alter, jetzt kannst du gar nicht mehr richtig bremsen. Da muss ich mir erst was einfallen lassen. Alter, das nervt mich ja jetzt. Jo Leute, hört ihr das? Also, Batterien leer, mal wieder, ja, wie immer. Ja, vorne kann ich euch zeigen, deswegen hat er nicht mehr gelenkt. Hier, da, habe ich die Schraube verloren. Ich mache mal das Gepiepse jetzt hier aus, ey, da habe ich keinen Bock mehr drauf. So. Ja, also wie ihr sehen könnt, da den Servoarm, den habe ich verloren. Ja, meine eigene Schuld, da hatte ich eben nochmal, wo ich hier rumgebosselt habe, nochmal dran rumgedreht, habe den vergessen richtig festzuziehen. Meine eigene Schuld, scheißegal. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe jetzt nochmal ein bisschen fetter gemacht. Es ist auf jeden Fall definitiv so, dass das Teil zu wenig Sprit kriegt. Deswegen geht er ab und zu mal aus. Es hat also ein... Vielleicht auch was damit zu tun, dass er noch ein bisschen fett eingestellt ist. Aber
Ich hatte eben schon wieder vorne das Ding raus und scheinbar ist irgendwelch, ich kann es zwar nicht sehen, aber irgendein Dreck in dem Tank, ja. Ich kann es mir aber auch nicht vorstellen. Auf alle Fälle war die Einstellschraube zum Mager- oder Fetterdrehen, da war wieder Schmutz drin, wieder sauber gemacht. Ich weiß nicht, wie das da durchkommt, weil der Tank, der muss, ich weiß nicht, ob der Tank kaputt ist, weil unten im Tank sitzt ja ein Filter drin, so ein Sinterfilter und der ist auch dran. Da sieht man nichts, das sieht aus wie neu, blitzblank. Ich kann mir das nicht erklären, ja, wo dann der Dreck herkommt. Ich werde auf alle Fälle nochmal hergehen, werde den Vergaser nochmal reinigen und mir vielleicht einen neuen Tank kaufen. Ich weiß es nicht, ey, ja, ob es an dem Tank liegt, weil es war wieder Dreck drin. Und wie gesagt, der Sinterfilter, der in dem Tank sitzt, sieht einwandfrei aus. Definitiv Vergaser zu, ja, Vergaser wieder sauber gemacht und dann ging's. Ah, naja, gut. Das zu dem Thema. Auf jeden Fall läuft er. Ja, einen Tank haben wir durch. Das ist schon mal eine gute Sache. So, Leute. Ja. Also, jetzt sind Savage am Start. Ich bin schon mal die erste Runde gefahren. Konnte da jetzt leider kein Video machen, weil ich hier, wie ihr seht, diverse Zuschauer hatte. Ja, da ist mir das ein bisschen zu affig, da ein Video zu machen. Ich bin jetzt einen Tank gefahren. Wir werden natürlich jetzt noch einen Tank fahren. Klar, jetzt seid ihr ja dabei. Ich habe noch ein bisschen eingestellt. Ich habe noch ein bisschen magerer gemacht. Ja. Mittlerweile läuft er ganz gut. Also jetzt am Anfang war er noch sehr fett, wie ihr seht. Wenn ihr es seht, jetzt mittlerweile kommt auch die Sonne raus. Jetzt blendet sie. Jetzt ist es auch warm. Ich finde es toll. Aber ihr seht hier auf der Straße, ja, er hinterlässt ja immer noch seine Sachen. Und seinen Sprit. Und ja, ich bin jetzt einen Tank gefahren, wie ich schon gesagt hatte. Temperaturen jetzt mit dieser Kerze waren zwischen 60 und 70 Grad mit einer kalten Kerze. Ja, also ich würde sogar sagen, dass man mittlerweile, es ist halt auch hier noch relativ kühl und es geht auch guter Wind, der Zylinder kriegt eine gute Kühlung. Ich bin eigentlich schon überzeugt davon, dass ich eigentlich auch eine mittlere reinmachen könnte, ein Medium, also keine kalte. Aber wir lassen jetzt erst nochmal die drinne. Ich mache jetzt nochmal den Tank voll und dann fahren wir nochmal eine Runde. Jo, eine Sache gleich nochmal am Anfang. Ich bin auf jeden Fall schon wieder glücklich, das habe ich vergessen zu erwähnen. Also den ersten Wheelie hat er schon geschafft, ja. Das finde ich schon mal ganz toll, ja. Also so weit sind wir schon mal. Das finde ich ganz toll. Noch ist er noch nicht richtig, wie gesagt, noch nicht richtig eingestellt. Ja, er könnte noch ein bisschen magerer, aber gut, ich werde ihn heute auch noch ein bisschen magerer machen, denke ich. Aber ich denke auch, dass wir den Tank jetzt erst noch mal so, wie er jetzt vielleicht von der Einstellung her gestellt ist, erst mal lassen werden. Ja, wir wollen ja nicht gleich ja, alles aus dem rauskitzeln, ja. Weil, wie gesagt, den langsamen Tank bei langsamer Fahrt einfahren, ihr habt es ja selber gesehen, das war ja eigentlich kein Tank bei langsamer Fahrt einfahren, das war ja eigentlich nur ein halber Tank. Ja, der Rest hat er gestanden oder ich musste ihn dauernd wieder anmachen. Ja, das war ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Also, wir machen jetzt mal Sprit rein.
auf alle Fälle noch sehr fett, das merkt man schon. Also einen Willi habe ich schon mal geschafft gehabt, ey. Aber wie gesagt, das ist halt noch ein bisschen problematisch, weil er halt von unten noch nicht so einen richtigen Dampf hat. Aber ich habe auch gar nicht auf die Uhr geguckt. Moment, Leute, lasst mich mal schauen. Also um 15:15, ja, knappe 5 Minuten fahren wir schon. So, wir messen jetzt nochmal die Temperatur. Das ist das erste Mal, also, dass ich mit Caro fahre. Ich bin eben ohne Caro gefahren. Mal gucken, was er jetzt sagt. Wenn er dicht steht, wie er sich da anhört, also er muss auf alle Fälle noch magerer gemacht werden. Wir werden jetzt auch die Karo noch mal abmachen. Da kann man nämlich besser einstellen. Ich wollte ihn halt euch nur mal mit Karo zeigen. Magerer. Sound, Leute, ist schon mega geil. Aber ihr seht ja, wie der qualmt.
75 Grad, Leute. Das ist trotzdem noch nicht allzu viel. Also es ist auf jeden Fall, der ist noch schwerer zu handeln vom Lenken her. Da müssen wir wirklich, muss man wirklich völlig aufpassen, weil er hat sich schon zwei, drei Mal bei dem Einlenken auf die zwei Räder gestellt. Bis jetzt ist er mir noch nicht umgefallen. Aber da habt ihr auch gesehen, gleich hinten ein Fuß hoch. Also Leute, 79 Grad, das ist immer noch relativ kalt, ja. Ups, da wäre er beinahe umgefallen. Ja, und das habe ich wieder nicht drauf. Ey. Jetzt haben wir ihn zweimal, dreimal hier hoch und runter gejagt. Jetzt messen wir nochmal. Ja, Leute, ich kann es euch ja mal zeigen. Ihr glaubt mir das vielleicht ja sonst nicht. Seht ihr, haben wir 84 Grad, das ist schon besser. Da wollte mir gerade umfallen. Da haben wir gerade nochmal die Kurve gekriegt. Oh.
ist auch leer. Fahren wir lieber nicht so weit. Ja, Tank ist leer. Ja, dann holen wir das gute Stück mal. Schön. So, ich sehe gar nichts. Eben habe ich, ehrlich, Leute, ich habe eben gefroren hier oben bei dem Overheater noch, ja. Echt. Und jetzt scheint die Sonne, ja, da gehst du schon wieder fast ein, ja. Gott sei Dank nicht so viele fucking Mücken wie das letzte Mal, weil letztes Mal war das echt die Hölle, ja. So, ich gucke jetzt mal auf die Uhr. Ja, Also, jetzt haben wir jetzt mal so ein Richtmaß. Kann man also von ausgehen. Ich habe eigentlich, glaube ich, richtig geguckt. 15 Minuten, ja. Hin und her gefahren, ist der Tank leer. Also vielleicht auch 20, wenn man ein bisschen lockerer fährt. Ja, aber ich denke mal so 15 bis 20 Minuten länger hält dann dieser Tank dann doch nicht. Also ist es doch so, wie ich gedacht habe, ja. Der Motor braucht natürlich doch seinen Sprit, ist ja ganz klar. Okay, jetzt ist er noch ein bisschen fetter eingestellt. Machen wir ihn noch mal ein bisschen magerer. Dann können wir da vielleicht noch ein bisschen Zeit rausholen, weil, aber im Schnitt ist es ja eigentlich normal, Leute, so 20 bis 25 Minuten fährt man ja eigentlich immer, ja. Ich bin eigentlich zufrieden, ja, ist gut gelaufen heute, ja. Okay, die eine Fahrt habe ich halt nicht mit festhalten können, das war mir einfach zu, ja, da habe ich mich zu sehr geschämt, ja. Da haben drei Leute hier rumgesessen und haben mir beim Fahren zugeguckt, ja, und dann quatsch ich hier noch in die Kamera, ja, da denken die alle, ich hätte vielleicht einen Sockenschuss, ja. Also deswegen haben wir leider die erste Fahrt nicht mit drauf, aber ich bin eigentlich zufrieden. Ich lasse ihn jetzt erstmal abkühlen, das Wetter ist toll, ich gucke nochmal auf die Uhr, wie viel Uhr haben wir eigentlich, wir haben 12:30. Ja, das heißt für mich, ich mache das Teil jetzt erstmal aus und lasse ihn mal abkühlen, sich mal einen kurzen Moment ausruhen. Und ja, dann mache ich das, was in der Tankflasche noch drin ist, noch rein. Das dürfte noch so ein guter halber Tank sein. Und den fahren wir dann nochmal. Bis dahin.